Für ihre Cartoons von schrägen Vögeln mit menschlichen Zügen hat Doris Schamp alias La Razzia bereits jede Menge Preise bekommen. Ein Jahr lang hat die Künstlerin aus Oberpullendorf in Los Angeles gelebt und gearbeitet. Ihre Eindrücke aus den USA hat sie in der Ausstellung Trotzphase verarbeitet, seit gestern zu sehen im Projektraum der Landesgalerie in Eisenstadt. Doris Schamp sprüht nur so vor Ideen. Ihre Bilder malt sie nicht nur auf Leinwände, sondern auch auf die Wände im Projektraum. In der Geschichte der Landesgalerie ist das noch nie passiert. Dadurch, dass meine Arbeiten auch irgendwie von der Pop-Art kommen und Street-Art involvieren, war das für mich einfach ganz natürlich, irgendwie an der Wand zu malen oder auch an der Wand zu beschriften und nicht irgendwie konventionell diese Tags anzubringen. Nach Ausstellungsende gehen die Exponate an der Wand verloren. Sie werden übermalt. Unsere Zeit ist so schnelllebig im Moment und es ist jetzt temporär an der Wand und dann wird es wieder übermalt. Und wenn jemand interessiert ist, das bei sich zu haben, dann male ich das dort an die Wand. Das Jahr in Los Angeles hat Doris Schamp künstlerisch viel gebracht. Und in ihren Bildern, Skulpturen und Installationen wirft sie einen kritischen Blick auf die Glamour-Welt von Los Angeles. Die Skulptur Zukunft ausmalen wird für die Besucher zum besonderen Erlebnis. Sie dürfen sich ihre Zukunft ausmalen. Die Idee kam, bevor ich nach Los Angeles ging, wo ich mir selbst meine Zukunft nicht ausmalen konnte. Aber wenn man länger dort lebt, dann kehrt der Alltag ein, dann sieht man, was für ein Konkurrenzkampf in dieser Stadt herrscht, wo ganz viele Leute kommen und wieder die Stadt verlassen. Irgendwelchen Träumen hinterherjagen und diese auch erreichen oder auch nicht. Doris Schamp alias La Razzia sorgt für frischen Wind in Burgenlands Kunstszene. Es ist was Lockeres, Leichtes und ironisch Witziges, manchmal auch sehr hintergründig. Und seit sie in Amerika war, ein bisschen mit poppigem Einfluss. Und das ist eben auch für die burgenländische Kunstszene neu. Die Ausstellung Trotzphase von Doris Schamp im Projektraum der Landesgalerie Burgenland ist bis 28. September zu sehen. Und wir sehen jetzt noch die Auflösung der Wette gegen Wolfgang Unger beim Sommerfest in Gols. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Freitagabend und ein schönes Wochenende. Das wird heute in Gols sicher eine lange Nacht, Thomas.